Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen im heutigen Video. Übrigens finden wir heute das Licht extrem toll. Ja, like fürs Licht bitte. Danke. Also, wir haben gerade realisiert, dass wir mittlerweile schon über ein Jahr auf Bali festsitzen. Ja. Und dass genauso schon über ein Jahr dieses scheiß Corona am Laufen ist und immer noch kein Ende in Sicht ist. Und deswegen dachten wir mal, erzählen wir heute mal die untold story von vorne bis hinten, wie wir Corona hier auf Bali erlebt haben und Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wisst, und einfach damit ihr mal ja auch wisst, wie es in einem anderen Land abgelaufen ist oder wie die Situation immer noch abläuft. Und ja, genau das machen wir heute. Wir werden dafür sorgen, dass das Video nicht allzu lang wird. Wir werden es auf wichtige Core Facts Deswegen sind wir schon jetzt bei Minute 1:30 oder? Nein, ihr kennt uns, wir reden natürlich immer gerne rum. Wir wollen auch ein bisschen Details mitbringen, aber wir versuchen uns zumindest auf die wichtigsten Dinger zu fokussieren, oder zu beschränken. Und deswegen starten wir jetzt los. That's right. Also fangen wir ganz vorne an. Wir sind im Februar 2020 nach Bali aus Thailand gekommen, um uns mit Freunden hier zu treffen und um einfach Zeit wieder auf Bali zu verbringen. Ja, meine Familie war noch zu Besuch. Genau, meine Familie war hier noch zu Besuch, die wollte kommen, und deswegen wollten wir ja einfach nach Bali kommen. Ganz normal, wie wir das eigentlich regelmäßig gemacht haben in dem Jahr und beziehungsweise in dem Jahr davor, und hier einfach Zeit verbringen. Wir sind, wie gesagt, aus Thailand gekommen, und das war im Februar, und da war Corona eigentlich nur ein Gespräch in China, sag ich mal. Ja. Also es fing ja in China an, das wisst ihr ja alle, und da wurde es auch relativ schnell relativ groß, und man hat so diese komischen Videos gesehen, wie die Leute irgendwie mit, ich weiß nicht, ich habe ein Video gesehen, wie einer mit so einer Schwimmbrille rausgegangen ist und Maske und meinte, ja, man muss sich voll vermummen und so, damit man überhaupt auf die Straße gehen kann. Und dann kamen auch schon die ersten Nachrichten, weil wir noch in Thailand waren, so, ja, wie ist es in Thailand? Wir haben gehört, da gehen jetzt auch schon die Fälle hin. Und wir waren eigentlich so, ja, okay, das sind halt wieder die News, die übertreiben, bla bla, wir hängen hier mit unserer Familie ab, ist ganz normal, es macht Spaß. Das Einzige, was war, wir sind, als wir dann zum Flughafen sind, haben wir uns vorher noch eine Maske gekauft. Das war so der erste Kontakt quasi, wo wir eine... Absolut. Und auch am Flughafen in Thailand haben eigentlich alle Maske getragen. Ja, ich glaube, man musste dann auch am Ende. Ich glaube, im Flugzeug, aber erinnere ich mich nicht mehr genau. Ja. Weiß ich nicht, ob es da auch alle getragen haben. Aber genau, es war so der erste Moment, wo alle am Flughafen mit Maske rumgelaufen sind. Wir waren so, okay, was irgendwie weird. Geht ab? Ja. Manche hatten auch Handschuhe an, also manche waren schon richtig crazy ausgestattet. Ja. Und ja, dann sind wir in Bali gelandet, und wie gesagt, Dominiks Familie kam noch eine Woche später. Kumpel aus Deutschland war auch da. Genau, also die waren bestimmt über den gesamten Zeitraum von 4 Wochen ungefähr. Und da war eigentlich alles normal, würde ich sagen. Ja. Also wir sind ganz normal da war durch Bali gereist. Und ja, es war irgendwie nicht weird oder so. Ja, es war eigentlich normal. Alles war offen, man konnte ganz normal reisen. Und wir hatten auch andere Leute da, die wir wieder getroffen haben auf Bali, die auch gerade gekommen sind. Wir hatten Leute da, die irgendwie meinten, naja, wir sind jetzt nach Bali, wir wollen jetzt hier ein Jahr bleiben. Also wirklich alles ganz normal. Nur halt außerhalb hat man mitbekommen, wie gesagt, dass immer alles schlimmer wird. Und die Nachrichten kamen natürlich, ja, wie sieht es bei euch aus, bla bla. Und das wurde dann, sag ich mal, immer schlimmer, würde ich sagen. Ne? Ja. Also es kamen immer mehr Bedenkenisse, immer mehr Sorgen. Und dann war es wirklich auf einmal so, dass so innerhalb von 2 Wochen gefühlt die Hälfte der Leute abgereist sind. Ja, also auch alle Leute, die wir kannten, gerade aus Deutschland, waren so, ja, wir reisen jetzt ab, wir haben jetzt unseren Flug gebucht, es wird hier nichts mehr zu essen geben. Und wenn die Pandemie ausbricht, wir wissen nicht, was hier ist. Wie ist das mit der gesundheitlichen Versorgung in Bali? Genau, der Auslandskrankenversicherung natürlich auch, ne? Weil es wusste ja keiner, ob die Auslandskrankenversicherung greift oder nicht, wenn doch was ist und bla bla. Das ging dann irgendwie relativ schnell, ne? Es war komisch. Aber waren die Leute weg, ja, wir fliegen morgen nach Hause. Wir so, what? Ja. Okay, dachten erst, okay, stellt euch mal nicht so an, so ungefähr. Das Gute ist, wir waren ja schon öfter auf Bali, deswegen, sag ich mal, haben wir uns hier relativ confident und wohlgefühlt. Es war jetzt kein fremdes Land. Aber so nach und nach wurden dann auch unsere Bedenken immer stärker, ne? Ja, also dadurch, dass auch viele eben von euch, also ich weiß nicht, ob ihr es wart oder andere Leute aus unserer Community, uns immer wieder geschrieben haben, boah, ihr müsst nach Hause kommen, ihr könnt da nicht bleiben und so weiter. Und dann noch die ganzen Leute vor Ort, die gesagt haben, ja, morgen fliegen wir nach Hause. Wir wollten eigentlich zwar jetzt unser Leben hier aufbauen, aber morgen fliegen wir heim. Und wir waren so hin und her gerissen, sollen wir nicht. Und auch unsere Familie war natürlich so, oh Gott, was macht ihr, wie machen wir es? Und ja, wir haben uns aber dann eben, es ist auch nicht leicht gemacht. Also wir haben jeden Tag gesagt, okay, heute fliegen wir nach Hause. Und am nächsten Tag haben wir dann gesagt, ja, wollen wir jetzt nach Hause fliegen, wie machen wir das? Und wir haben
wie ihr wisst vielleicht, wir haben keine Wohnung in Deutschland, wir haben kein Auto in Deutschland, wir haben nichts in Deutschland. Also wir hätten bei unseren Eltern einziehen müssen, ja, sozusagen. Das wollten wir eigentlich nicht. Genau. Ja, und es war, ja genau, und es war, glaube ich, auch so, dass, wie gesagt, am Anfang war hier nichts wegen Corona. Man hat immer nur von außen mitbekommen, die Strände sind zu, die Supermärkte sind zu, es gibt den Lockdown. Und wir dachten, okay, das kommt bestimmt alles hierher. Ja. Weil hier war halt alles verzögert. Dann hat man auch schon gemerkt, dass zum Beispiel, also wir waren immer in Canggu, und dann so 40 Minuten von hier entfernt ist zum Beispiel Uluwatu. Dann hieß es auf einmal, in Uluwatu sind jetzt die Strände zu. Dann war man schon so, okay, krass, jetzt machen die da die Strände zu. Hoffentlich passiert das hier nicht auch. Aber es war immer... Das machen die nicht, das kann nicht sein. Ja, genau. Und dann ist es halt doch langsam immer passiert. Ja. Und wir waren so, fuck, ey, wenn jetzt hier der Lockdown ist... Ja, sorry. Ja, wir waren dann so, fuck, wenn jetzt hier der Lockdown kommt, dann wird es vielleicht wirklich auch scary für uns. Ja. Was ist wirklich, wenn alles zu hat? Ja. Die sind ja nicht so gut organisiert hier in Indonesien. Vielleicht haben wir wirklich kein Essen. Nicht, so ja, ungefähr. Ja. Und deswegen hatten wir uns tatsächlich auch irgendwann bei diesen Rescue-Flügen, ich weiß jetzt nicht genau zeitlich, wann das war, aber als diese letzten Rescue-Flüge vom Auswärtigen Amt nach Bali oder von Bali Leute abholen sollten, hatten wir uns sogar in die Warteliste eingetragen. Ja, da sollte man sich jeden Tag eintragen, weil man einen Flug noch haben will. Ja. Man wusste nicht, wie viel der kostet. Ich glaube, man hat so eine Zahl bekommen, weiß ich nicht. Ich glaube, man hat erstmal gar keinen Preis bekommen, ist dann quasi ins Flugzeug eingestiegen und hat dann quasi, in Deutschland war, eine Rechnung im Nachhinein bekommen, die man dann bezahlen musste. Ja, es war alles so krass ungewiss. Ne? Das war auch, glaube ich, das Schlimmste an der Situation. Ja. Niemand wusste, was passiert. Niemand wusste, was man am besten macht. Ist ja immer noch man so. Wusste sich nicht, wie es... Ja, es ist immer noch so. Stimmt. Ja. Aber wir waren sozusagen auch auf der anderen Seite wahrscheinlich guter Dinge. So, okay, selbst wenn es hier so schlimm wird, es wird irgendwann auch wieder schnell vorbei sein. Genau, und Reis deswegen, gibt es hier immer, Leute. Reis gibt es hier immer. Hier gibt es so viele Reisfelder. Reis kommt immer. Ja, dachten wir auch. Und dann kam eben Nyepi. Nyepi war jetzt auch erst dieser Silent Day. Das ist ein normaler Feiertag auf Bali. Ja, balinesischer Feiertag. Wo keiner raus darf. Und man einfach nur zu Hause sein soll, man darf kein Licht anmachen, gar nichts. Es ist halt, wie gesagt, ein Silent Day, man soll auch eigentlich im Internet sein, bla bla bla. Ist normal. Und der kam jetzt halt auch auf Bali. Und da waren dann schon so Gerüchte, okay, vielleicht ist der Silent Day dann ein bisschen länger als nur ein Silent Day. Und dann hat man schon, so weißt du, haben sich unsere Mitbewohner auf jeden Fall Reis geholt. Wir haben nochmal so 10 Gallonen Wasser gekauft. Unsere Mitbewohner haben bestens uns ihren Kühlschrank gezeigt. Der war auf jeden Fall mit Hundefutter ganz viel ausgestattet und mit so Frozen Food, damit man so ein, zwei Wochen überleben kann. Genau. Also ihr merkt, die Panik war auf jeden Fall schon da. Schon ein bisschen ausbauen. Wir haben uns, glaube ich, so zwei Dosen Baked Bohnen Beans gekauft. Wir waren top vorbereitet. Wir so, ja, okay, im Notfall haben wir was. Ja, genau. Und dann... Wurde der Tag quasi verlängert. Also man war nicht nur ein Tag, sondern zwei Tage, was aber auch noch okay war, sag ich mal. Und dann sind wir am dritten Tag quasi, durfte man wieder rausgehen und wir sind rausgekommen und ja, alle Strände waren verbarrikadiert und man konnte nicht mehr an den Strand. Ja, und wir waren richtig so, weird. Hä? Wir sind auf Bali, einem Touristenort, Wahnsinn, das... Wir haben erst mal gedacht, das... Kann gar nicht funktionieren, hat aber funktioniert. Und die Strände waren eben komplett geschlossen, weil es ja als Touristenaktion quasi dass gelten. Man sich auch nicht so da trifft, gerade am Sunset, das ist immer voll am Strand. Genauso waren alle Restaurants geschlossen. Ah ja, richtig, genau. Ja, also man ist raus und es waren quasi fast keine Leute auf der Straße, es war alles zu. Genau, ich glaube, so war das auch die ersten Tage, oder? Ja. Weil wirklich alles zu war. Es war schon so ein paar Tage, Es hat aber nicht lange gehalten. Und dann konnte man irgendwann Takeaway wieder von den Restaurants nehmen und man konnte auch bestellen. Und ich weiß noch genau, dass damals ganz groß Social Distancing war. Also das war so das Ding, wer sich nicht an Social Distancing gehalten hat, der war so ein richtiger Assi. Ja. Und so waren dann auch wir bestimmt zwei Wochen nur zu Hause, würde ich sagen. Ja. Haben nur Essen bestellt immer. Also man kann ja mit Gojek, so eine App, in jedem Restaurant quasi Essen bestellen. Und die Restaurants, die noch offen hatten, da konnten wir halt Essen bestellen. Ja. Das haben wir dann gemacht und wir sind dann eigentlich wirklich nicht rausgegangen, oder? Also Und ich weiß noch genau, wie damals dieser Hate auch irgendwie war, oder? Also so, wer sich nicht dran gehalten hat an diese Regeln, der war richtiger Assi und auch in den Facebook-Gruppen hier wurde übelst gehatet. Und doch hatte zum Beispiel ein Restaurant die ganze Zeit, würde ich sagen, offen und da war es auch immer voll, da saßen Leute, aber wir haben auch... Ja, aber die wurden auch gehatet von denen, die nicht im Restaurant saßen. Ja, wir haben auch gesagt, wir können uns da nicht mit reinsitzen, das machen wir nicht, wir nehmen nur überall mit oder bestellen halt. Aber ich fand das ganz schlimm, ich weiß es noch damals, ich glaube, das war auch... in Deutschland, glaube ich, so, dass man übelst viel verurteilt wurde, egal was man gemacht hat und nicht Corona unterstützt hat oder die Maßnahmen gegen Corona unterstützt hat. Man war ein richtig schlimmer Mensch und so. Mhm. Ich fand, dieser Social Pressure hat sich in eine ganz schlimme Richtung entwickelt, fand ich. Ja. Genau, aber so, wir haben uns versucht dran zu halten, wir haben es respektiert und wir sind ja auch irgendwie in einem fremden Land und wir wollten uns an die Regeln halten. Haben dann aber nach und nach gemerkt, dass wie das so in Indonesien ist, weißt du, man darf zwar nicht ohne Helm fahren, macht man aber trotzdem ab und zu und es stört keinen.
keine Ahnung, ihr wisst, es ist so ein bisschen lockerer hier mit den Regeln. Und dann hat man auch gemerkt, ich glaube über Webcams, also man kann hier mit Webcams an den Strand gucken, aber auch mit der Drohne, so verzweifelt waren wir, sind wir mal an den Strand geflogen und haben gesehen, wow, da sind Surfer im Wasser oder wow, da gehen Leute mit dem Hund spazieren. Und dann kamen so die Gerüchte, so ja, man kann dann und dann an den Strand gehen, da kontrolliert keiner. Genau, es gibt ein stilles Abkommen und hier ist noch nicht so richtig barrikadiert, da kann man noch durch. Aber man muss sagen, die Strände waren 6 Wochen lang zu, also nicht nur ein paar Tage, sondern 6 Wochen lang. Ja. Das war auf jeden Fall, genau, und dann waren wir aus Verzweiflung und einfach, weil es andere auch gemacht haben, haben wir uns auch so langsam da rangetraut und sind mal morgens zum Strand. Am meisten, glaube ich, so die Leute, die meinen, ja, lass surfen gehen. Und dann sind wir, glaube ich, morgens um 6 aufgestanden, um dann halt an den Strand zu schleichen und surfen zu gehen. Und man konnte das nicht. Ja, und ihr glaubt nicht, wie viele Leute im Wasser waren. Es waren bestimmt voll. Also Wasser war voll mit Surfern. Alle Leute, die da waren. Ja, es war ganz normal. Gehen halt morgens, dadurch, dass es gesperrt ist, halt morgens von 6 bis 8. So, ja, und also mit den Hunden spazieren und surfen. Und es war so ein ganz normaler Tag. Und dann um 8 kam auf einmal die Banja. Das sind so die Local Police Aufpasser. Und die haben dann immer gepfiffen mit so einer Trillerpfeife, haben dann alle weggeschickt. Genau, das war das Zeichen, du musst jetzt gehen. Aber es gab auch keine Strafen oder so. Und dann wurde das am nächsten Tag wieder so gemacht. Genau, quasi. Also man ist auch quasi zu dem Banja hingegangen und der meinte dann so, ja, Beach is closed. Und dann sagst du, ja, aber da ist doch gerade eben, hast du einen durchgelassen. Dann sagt er, ja, okay, 2 Stunden, aber nur 2 Stunden. Ja. Und dann lässt er dich durch. Also so war das. Das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite, man muss auch sagen, dass es halt relativ einfach war an Social Distancing am Strand, weil es war zwar voll, aber der Strand ist ja riesig. Ja, so haben wir das mit unserem Gewissen quasi vereinbart. Also es hat sich scheiße angefühlt, sich gegen die Regeln nicht ranzuhalten, aber man war verzweifelt, in Anführungszeichen. Und man dachte sich auch, okay, am Strand ist jetzt keine Gefahr, sich so krass mit Corona oder sowas anzustecken. Nee. Also wir haben uns damit, sag ich mal, vereinbaren können, an Strand zu gehen. Und wir dachten, da passiert nichts so. Und genau, man muss sagen, genau, und das war ja auch irgendwie, es hatte sich so nicht verboten angefühlt, nicht so richtig, sag ich mal, weil es halt so viele Leute waren. Man muss aber sagen, auf der anderen Seite gab es da noch Leute, die richtig sauer waren. Die haben dann zum Beispiel die Reifen von Rollern kaputt gemacht oder die Roller so zusammengeknotet, irgendwelche Locals zum Beispiel oder so. Also es war schon eine weirde Zeit und es war nicht so geil. Und wir haben es ungern gemacht, auch nicht jeden Tag, aber ab und zu schon. Und auch nur am Ende, sag ich mal. Wir hatten halt auch ein Guesthaus, Ja, so war das damals, das war auf jeden Fall nicht so cool. Und so ging das dann bestimmt 2-3 Monate, würde ich sagen. Nee, mit und der Strand war 6 Wochen, glaube ich, zu. Okay, aber okay, kann sein. Und dann, wir haben sogar gewettet, ne? Ja, stimmt, wir haben gewettet bei der Strand. Ja, vielleicht ungefähr 6 Wochen, genau. Und in der Zeit waren wir auch nur in Canggu und niemand hat dran gedacht, sag ich mal, sein Areal zu verlassen. Also wenn ihr jetzt in Berlin-Kreuzberg wohnt, dann wärt ihr nur in Berlin-Kreuzberg geblieben und hättet Kreuzberg nicht verlassen, so als Beispiel. Ja. Damit das jeder versteht. Genau, und so sind wir dann auch geblieben und irgendwann hieß es, haben dann die Strände wieder aufgemacht langsam, ne? Die Restaurants haben manche wieder aufgemacht, die haben dann quasi weniger Tische drin gehabt und sowas, also man konnte dann wieder im Restaurant essen, aber es war quasi immer noch Social Distancing groß geschrieben, aber trotzdem konnte man das Restaurant sozusagen. Und dann konnte man auch langsam wieder in andere Stadtteile. Und dann sind wir zum Beispiel als allererstes nach Kuta gefahren, da kann ich mich noch dran erinnern. Und Kuta ist eigentlich so der Distrikt, wo die meisten Touristen auf Bali sind. Oder einer der Orte mit den meisten Touristen ist nah am Flughafen. Da ist sehr viel Sauftourismus und da ist einfach immer sehr, sehr viel los. Ja. Und wir sind da hingefahren und es war nichts los. Es war alles geschlossen, es gab keine Touristen. Man hat nur so Gitterrollos genau vor den Geschäften gesehen. Und es war wie so eine Geisterstadt, das war unglaublich. Weil in Canggu ging das Leben dann irgendwann wieder weiter, weil die halt auch sehr viele Touristen noch waren. Aber gefühlt sind aus Kuta alle abgehauen. Genau, in Kuta sind halt mehr solche Urlauber. Touristen, Urlauber, genau. Und hier in Canggu sind dann doch vielleicht einige, mehr die so doch hier mehr leben oder länger bleiben. Ja. Und deswegen, ja, das hat uns halt schon das schockiert und sehr, sehr traurig gemacht, weil wir uns dachten so, oh mein Gott. Und man weiß halt, jedes geschlossene Tor ist halt eine Familie, die halt nicht mehr Geld verdient, ne? Von heute auf morgen. Und man muss ja mal sagen, die haben davor auch nicht viel Geld verdient mit ihren, Touristenzeugs. Aber sie sind trotzdem nach Bali gekommen, um das zu machen. Also irgendwie muss es sich für die lohnen. Aber ich meine, die haben jetzt nicht so viel Geld angespart oder so. Aber das bringt mich noch zum Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar war es so, dass man natürlich gemerkt hat schnell, dass die Einheimischen kein Geld mehr haben. Und man muss sagen, es war unglaublich, wie viele Spendenaktionen aufgerufen wurden von zig Restaurants. Irgendwelche Stiftungen wurden gegründet und es wurde so viel Geld gesammelt und gespendet, kostenlos Essen ausgeteilt. Das war richtig, richtig krass. Ja. Wir haben auch eine Spendenaktion damals gemacht und ich glaube auch 2000 Euro oder so gesammelt. Und dank euch, also ihr habt das ganze Geld gespendet, dann das haben wir weitergeben wieder an Stiftungen. Wir haben auch was gespendet, aber danke uns allen. Wir haben diese... Hört sich so an. Ihr habt gezahlt. Ja, nein, wir alle zusammen natürlich. Wir haben diese Stiftungen besucht, wir haben gesehen,
was die da für eine Arbeit reinstecken. Und das war richtig krass traurig zu sehen auf der einen Seite, was halt Corona so für Auswirkungen hat. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, was alles jetzt geschlossen ist in Deutschland. Also jetzt auch schon so lange. Und ja, hier ist es halt nochmal schlimmer in Anführungszeichen. Also ich will nicht sagen, dass es bei euch nicht schlimm ist. Aber ihr müsst verstehen, die Balinesen kennen sowas wie Rücklagen zum Beispiel nicht. Die leben im Moment, die meisten, und haben halt keine Rücklagen. Und wenn dann auf einmal das Geschäft nicht mehr da ist, dann haben die ganz schnell gar kein Geld mehr. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt und das merkt man natürlich immer noch. Ja. Das wollte ich nur kurz dazu sagen. Also diese Geldnot hat man ja auch übelst schnell gespürt. Und dann war, wie gesagt, Kuta irgendwann offen, da waren wir gerade. Ne? Und dann haben auch irgendwann andere Teile von Bali wieder aufgemacht. Dann, also wieder aufgemacht. Ja. Die haben nicht zugehabt oder aufgemacht, sondern man hatte das Gefühl, man könnte jetzt vielleicht wieder mal woanders hinfahren, genau, und ohne seinen verurteilt Distrikt zu werden. Zu verlassen. Genau. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war ein komisches Gefühl am Anfang, weil wir dachten, wie gehen die Einheimischen? Ja. Wir haben am Anfang von Corona gehört, dass man halt so Corona, die hinterhergerufen wird, gerade als Ausländer. Man wusste ja nicht, wo der Virus herkommt und die Ausländer wurden dafür quasi verurteilt. Aber wir müssen sagen, das hatten wir dann gar nicht. Ne? Also wir hatten keine schlechten Erfahrungen auch direkt. In der ganzen Zeit nicht. Weil also hier auf Bali war das überhaupt nicht der Fall. Wir haben diese Erfahrung gar nicht gemacht. Ja, deswegen war es dann auch okay. Und dann konnten wir schon mal so ein bisschen wieder Bali bereisen. Genau. Und dann haben wir auch irgendwann überlegt, hey, lass doch mal die Insel wechseln. Ihr kennt ja wahrscheinlich Cheng und Sabibo, die auf Lombok leben. Wussten wir also, auf Lombok gibt es auch noch irgendwas. Auf der anderen Seite wollten die auch Lombok mal verlassen, weil es irgendwie zu weird wurde. Und ja, aber wir hatten dann irgendwann überlegt, hey, lass doch mal nach Lombok fahren. Wir hatten da von Freunden gehört, die nach Lombok wollen. Ja. Und dann war es erstmal, okay, ist es sicher? Wie sind da die Leute zu einem? Was braucht man für einen Corona-Test? Haben da überhaupt die Läden offen? Das waren ganz viele Fragen offen. Ja. Aber wir haben uns dann irgendwann getraut, sage ich mal, dahin zu gehen. Und haben dann, glaube ich, einen Schnelltest für Corona machen müssen mit dem Blutabnahme am Finger. Genau, am Hafen. Am Hafen. Und es ging auch super schnell und easy. So. Ja. Irgendwie sind sie dann doch vorbereitet, also ich weiß auch nicht. Und doch alle so nett und genau, alle nur, hey. Alle, Und dann immer die Frage, wie lange bist du schon auf Bali, also von den Einheimischen, ne? Wie lange bist du schon hier? Und boah, was meinst du, ist wie nächste Woche Corona vorbei, so nächsten Monat? Wie ist es bei dir zu Hause und wie lange willst du noch bleiben? Willst du lieber hier sein? Ist es hier besser oder bei dir zu Hause? Ja. Und so weiter und so fort, genau. Und dann sind wir auf Lombok angekommen und da war schon natürlich sehr wenig los, aber an sich, also die Restaurants waren genügend offen, es waren genügend Hotels offen, also Unterkünfte. Wir waren eben viel surfen, sind da immer mit dem Boot rausgefahren. Man hat den Leuten schon angemerkt, also gerade zum Beispiel diesen Surferbootsfahrern, dass sie sehr zu kämpfen haben und eben durch keine Touristen wirklich kein Geld mehr haben. Aber an sich waren eigentlich alle so weit, wie es dann geht, happy drauf und haben sich gefreut, dass wir da sind und wenigstens ein bisschen Geld da lassen sozusagen. Das stimmt. Wir hatten eigentlich keine negative Erfahrung, das muss man sagen. Wir hatten echt... Ja, es hat sich irgendwie doch alles zum Guten gewendet und so. Da können wir wirklich glücklich sein, glaube ich auch, ne? Was man auch so aus anderen Ländern gehört hat. Und das war wirklich cool. Ein Problem, was dann noch aufkam, war das Visum. Also normal darf man ja nur 2 Monate auf Bali bleiben. Das war dann so, dass man mit allen Visen, die man hatte, für immer bleiben konnte. Das waren so die ersten 6 Monate, glaube ich, die Regel ungefähr, ne? Und dann hieß es plötzlich, wer jetzt aber Visa on Arrival hat, was wir haben, die müssen in 2 Wochen aus dem Land. Ja. Dann waren wir so, fuck, wir wollen nicht gehen, wo sollen wir hin? Dann war erstmal dieser Stress. Also dann ja hieß alles es, zu. Also es war auch alles zu. Man konnte wo soll man hin? Wir hätten nur nach Deutschland können. Die Frage ist auch, ob es einen Flug gibt, ne? Obwohl, ich glaube, Live to Go sind ja nach Island, oder war das zu der Zeit? Nee, also war Island noch, war vielleicht noch, offen. Ja, nee, ich glaube, das war noch später. Aber ja, und dann genau war es so, okay, scheiße, was wollen wir jetzt machen? Dann hieß es, es gibt aber das Social Visum. Das braucht man dann wahrscheinlich ab nächsten Monat. War aber nicht 100% sicher. Und das kann man eigentlich nur vom außerhalb des Landes abschließen. Genau. Aber es hieß dann ja, es gibt dann so eine neue Regelung, dass man das auch von innerhalb des Landes abschließen kann. Und wir auf Lombok dachten, wir machen hier noch einen Schnapper. Haben uns dann überreden lassen von so einer Agentin und haben dann das Social Visa für 300 € oder so pro Person abgeschlossen. Geht dann einfach nur für einen Monat. Also man muss jeden weiteren Monat dann auch wieder bezahlen. Es war zu teuer. Aber, aber genau, das mit dem Visum hätte man dann 6 weitere Monate bleiben können. Nee, 5. Nee, es hieß am Anfang 6. Aber insgesamt 6, also noch 5 weitere Monate. Okay. Ja, auf jeden Fall lange. So, das haben wir dann beantragt. Dann,
Aber 2 Wochen später war es so, ja, nee, hätte man gar nicht gebraucht. Und alle, die das Visa on Arrival hatten, was wir hatten, haben bestimmt noch 4 Monate so locker bleiben können. Das war die ganze Zeit. Es hat sich immer verlängert. Also ab Montag ändert sich was. Da ist dann so und so. Und dann war Montag, ja, nee, doch nicht. Es bleibt alles, wie es ist. Und dann war so freitags. Also ab Dienstag ist es dann aber so und so. Und dann war es wieder nicht so. Und diese Ungewissheit hat dann so verrückt gemacht. Ja. Bei allem. Und deswegen haben wir uns auch für dieses Visum entschieden, weil wir dachten, okay, wir machen das jetzt. Und dann haben wir für 5 Monate Ruhe und können auf jeden Fall bleiben. Ja. Und müssen nicht gehen, wenn die sagen, ja, wir müssen jetzt gehen, sondern wir können selber entscheiden, wann wir gehen wollen. Ah ja, und dann, also das Visum war größte Katastrophe. Wir mussten einmal für einen Tag nach Lombok fahren, um Fingerabdrücke zu machen. Okay. Und wir dachten, unser Pass ist weg und so weiter. Wir wollen jetzt nicht das zu lange ausschweifen. Ja. Es war nervig, aber wir haben es dann am Ende bekommen. Ja. Und ich würde sagen, ab da war dann auch alles gut. So, das war dann, was weiß ich, wahrscheinlich vor einem halben Jahr ungefähr. Ja, so November war das, November, Dezember, genau. Und seitdem hat sich auch eigentlich nicht mehr viel hier verändert. Ja. Und man muss auch sagen, wir haben echt Glück. Also Bali ist, glaube ich, so günstig, oder generell Indonesien ist so günstig wie noch nie. Es sind so wenig Leute natürlich hier wie noch nie, obwohl nach und nach ein paar dazugekommen sind. Und ja, die Leute waren immer nett. Und für uns war es wirklich eine gute Entscheidung, hier geblieben zu sein. Wir waren noch auf Komodo zum Beispiel, wir waren auf den Mentawise und man kann hier immer noch relativ frei sich bewegen und wir sind wirklich froh, hier geblieben zu sein. Und am Ende hat sich alles wirklich zum Positiven geändert, sogar so weit, dass mittlerweile unsere Leute oder unsere Familie aus Deutschland nicht mehr sagen, kommt her, sondern eher, kommt nicht her, ihr habt es da besser und bleibt dort. Ja. Wir wissen natürlich, dass es den Einheimischen ganz anders geht. Ja. Die wünschen sich nur, dass hier endlich wieder Touristen herkommen. Also gerade die natürlich was mit dem Tourismus zu tun haben, logischerweise. Und hoffen, dass sich das alles bald wieder zum Guten wendet. Man muss ja wirklich sagen, wie krass ist es, dass es schon seit über einem Jahr in dieser Situation ist, oder? Ja, das ist unglaublich. Geisteskrank. Und man muss auch sagen, also wir wollen da nicht zu weit einsteigen, aber also ich bin zum Beispiel der Meinung, ist es die richtige Herangehensweise, gerade in Deutschland zu sagen, wir machen alles zu, weil vielleicht, weiß nicht, einer von 100 Leuten an Corona sterben kann. Dafür sind aber 99 Leute arbeitslos oder werden irgendwie depressiv, weil sie nicht raus können und so eingeschränkt sind. Also ich meine, hier ist ja auch irgendwie so eine Zwischenlösung gefunden worden, dass die Läden zwar offen haben und dass die Leute weiter arbeiten können, weil wie gesagt, die Leute haben hier keine Ersparnisse und deswegen ist quasi die Möglichkeit eines Lockdowns hier gar nicht gegeben. Hier ist halt, hat man irgendwie das Gefühl, hier geht das Leben halt trotzdem weiter mit Einschränkungen, sage ich mal, die wirklich vertretbar sind, Maske tragen, Hände waschen, Hände desinfizieren, nicht immer noch irgendwie Abstand halten. Genau, genau. Ja. Aber man hat halt das Gefühl, das Leben geht trotzdem weiter und man, man kann irgendwie trotzdem weiter leben und Geld verdienen, also auch vor allem die Einheimischen, nicht wir. Und, trotzdem ist es ja nicht so, dass hier, also ich kenne trotzdem fast keine Person, muss ich sagen, die jetzt Corona hat. Ja. Und das Thema, das ist ja wahrscheinlich auch in Deutschland so, ist jetzt nicht, der und der erkrankt an Corona, sondern das Thema ist ja schon eher, mir geht's scheiße, der hat keinen Job mehr bald, der muss seinen Laden zumachen. Ja, das ist also kurz unsere Meinung noch zu dem Thema. Meine Meinung. Aber was ich auch sagen muss, zum Beispiel hier, was auch uns zumindest, glaube ich, ganz gut tut, was man, also wir waren jetzt lange nicht in Deutschland, wir kriegen das nur eben über Familie und Freunde mit. Aber was ich glaube, was uns halt auch hier mega gut tut, dass bei uns hier das Thema Nummer 1 nicht Corona ist. Stimmt, ja. Also dadurch, dass das Leben halt trotzdem irgendwie so weitergeht, reden wir hier nicht über Corona ständig. Und ich höre immer so raus, dass es in Deutschland schon extrem viel über Corona geht. Also Nachrichten, Fernseher, alles, man wird nur von Corona zugetextet, weil was man macht ja auch, also es passiert ja nichts anderes. Aber vielleicht kriegen wir es auch nicht so mit, weil wir die Nachrichten nicht verstehen. Ja, ich schätze mal gerade auch in den Groß-, also in Java zum Beispiel, wo Corona auch viel, viel schlimmer getroffen hat als auf Bali. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ist es natürlich nochmal anders. Ja, aber genau. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie geht's euch nach einem Jahr mit dieser Situation? Ja, wärt ihr hier geblieben? Genau, wärt ihr jetzt lieber hier oder sagt ihr, nee, ist schon alles richtig so in Deutschland? Einige die Leute, die damals letztes Jahr im März gegangen sind, sind mittlerweile wieder hier und sagen auch so, hätten wir wirklich gehen müssen. Ja, also, stimmt. Aber wir können es verstehen. Ja, es war so ungewiss. Verstehen. Ich hätte auch. Ja. Also wie gesagt, wir haben auch hin und her überlegt. Wir haben uns dann halt für die eine Seite entschieden und hatten Glück. Ich glaube, das Schlimme ist echt, dass es noch so lange ist und dass es immer noch kein Ende in Sicht ist. Und ja, wir drücken einfach allen die Daumen, dass sich das bald wieder irgendwie normalisiert oder dass man zumindest sein Leben wieder normal weiterleben kann. Und ja, genau, wir wollten einfach nur unsere Story teilen. Wir dachten, das ist spannend für euch auch mal mitzubekommen, wie es bei uns war oder wie es auf Bali war für die Leute, die im Ausland waren während Corona. Und ja, leider ist ja immer noch während Corona. Lass uns alle hoffen, dass es bald nicht mehr so ist. Ja. Ansonsten
sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten und als Belohnung halte ich jetzt noch einen Papi in die Kamera. Hallo. Guck mal. Hat er geschlafen? Keine Bella. Ja. Eigentlich ist sie hyperaktiv. Ja. Ist nicht unser Hund, sondern unsere Mitbewohnerin. Aber wir wollen sie nicht verzeihen. Okay, schnell, schlafen, dass sie wieder schlafen. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, tschüss.